An den Tagen, an denen ich hier arbeite, werde ich im Hotel übernachten. Sie stellen mir eine Suite und nicht so eine billige Personalbude. Aber nur für 4 Wochen. Und wenn Sie eine Massage wollen, dann zahlen Sie sie selbst. Deal. Ja, das wird bestimmt gut, wenn Ben mit seinen Bikern Werbung fürs Westerndorf macht. Ja. Das ist jetzt nicht wahr. Was denn? Da hat sich eine Bürgerinitiative gegen unser Projekt gegründet. Was? Mama, lass mich! Du bist doch schuld an dem ganzen Mist. Verlässt Baba, fängst was mit einem neuen Typen an. Wie soll ich denn da Top-Leistungen erbringen? Leila? Für dich und mich, für uns, gibt es keine Zukunft. By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Wollten wir nicht in Ruhe über alles nachdenken, während ich weg bin? Ich weiß, aber Leilas Trainingsergebnisse sind rapide schlechter geworden. Und da bin ich jetzt schuld? Olympia ist Leilas großer Traum und da braucht sie einfach jede Unterstützung. Aber daran hindere ich dich doch überhaupt gar nicht. Klaas, versteh doch. Unsere neue Familiensituation, das ist nach wie vor schwierig für sie. Und was willst du jetzt machen? Willst du zurück zu deinem Mann? Nein, darum geht's auch gar nicht. Die Kind... Leila. Leila braucht mich jetzt. Also hat sie es tatsächlich geschafft. Klaas, bitte, du weißt, wie ich zu diesem Thema stehe. Das ist emotionale Erpressung. Aber hey, du hast ja nie einen Zweifel daran gelassen, dass deine Kinder für dich über alles gehen. Klaas. Offensichtlich hast du ja das Gefühl, dass du dich entscheiden musst. Bei uns ist einfach viel passiert in letzter Zeit. Wir müssen das alle erstmal verarbeiten. Ist in Ordnung, verstehe ich. Dann will ich es dir einfach machen. Ich habe auf dieses ganze Hin und Her keine Lust mehr. Geh bitte. Die haben ja schon eine eigene Homepage. Mach mal auf. Initiative der Lünebürger gegen das Westerndorf? Lünebürger, schon 405 Mitglieder. 406? 407? Was sind diese Leute? Anwohner nehme ich an. So hier. Viele? Frau Knutzen kenne ich. Die ist... vom Unternehmerin-Stammtisch. Und Herr Bauer, der Geschäftsführer vom Gentleman's Club. Angst vor kilometerlangen Staus. Wenn es soweit ist, dann haben wir es geschafft. Hm. Störung der öffentlichen Ordnung. Boah, das klingt so deutsch. Gefährdung der jährlichen Krötenwanderung. Klingt auch deutsch. Wir müssen das ernst nehmen. Krötenwanderung? Ja, an solchen Bürgerinitiativen sind schon ganze Projekte gescheitert. Ach komm, die paar Spaßbremsen. Die Deutschen haben immer Angst vor was Neuem, bis man das richtige Argument findet. Achtung, liebe Lünebürger, Westerndorf-Bratwurst unter 3 Euro. Noch Fragen? Nicht so einfach wäre. Das sind schon 411. Ich gehe morgen ins Rathaus und hole mir die Unterstützung der Stadt. Und wenn der Community-Charakter erstmal offiziell erklärt wird, dann verliert das Projekt seinen Schrecken. Ja, dann passt das ja wunderbar. Nein, 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 ich freue mich auf die Kids. Und vielen, vielen Dank nochmal, Frau Berger. Gut, bis dann. Tschüss. Na? Feierabend? Ja. Hey.
Wie kam die Kürbis-Gnocchi mit Grünkohlpesto an? Hä? Auf der einen Seite... Soll ich ein Thema? Gern. Auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite leichte Kritik bekommen. Also Sie haben es noch nicht auf die Speisekarte geschafft. Oh. Karl hat gesagt, es fehlt noch der letzte Kick. Verstehst du, das i-Tüpfelchen? Oh. Das ist aber nicht schlimm. Solange ich als Koch was lernen kann, ist doch gut. Das ist eine gute Einstellung. Hast du morgen früh schon was vor? Arbeiten? Oh, echt? Schade. Wieso? Steht wieder ein spontanes Basketballspiel an. Nee, übrigens habe ich die Karten verkauft bekommen. Ohne großen Verlust. Und ab jetzt keine Überraschung mehr. Ohne Absprache. Versprochen. Nein, morgen kommt der NOZ-Artikel raus. Und ich habe Lily, Joe und Sam zum Frühstück eingeladen. Ins Carlas. Also erst Pizza und jetzt noch mal Frühstück. Muss ja echt dankbar sein. Ja, bin ich auch. Nee, ich dachte, es wäre einfach nett, den Artikel zusammen zu lesen. Müssen die Kids nicht in die Schule? Nein. Lilly hat zu dritten, Sam hat Lehrerkonferenz, sehr gut. Und Joe ist bei mir Praktikant. Fehlst also nur noch du. Ach so, du hast Schiss, dass du es nicht ohne mich schaffst, ja? Locker schaffe ich das ohne dich. Ich habe meine Geschwister großgezogen, schon vergessen? Ich bin quasi Kinderprofi. Oh, du weißt ja Bescheid. Also ich wünsche mir insgesamt 3 Kinder, mindestens. Habe ich das nicht gesagt? Nee. Naja, wir müssen ja nichts überstürzen. Schön, dass ich auch ein Mitspracherecht habe. Hey, du lädst ohne Problem 3 Kinder ein. Ich denke, das ist ein ganz gutes Zeichen. Ich freue mich auf die Kids. Und du könntest auch ein bisschen üben. Also? Wieso planst du solche Sachen mit mir, ohne das vorher abzusprechen? Damit dir nicht langweilig wird. Ah, okay. Du Nase. Ja, richtig spannend gemacht am Telefon. Ja. Vor dir steht die frisch gebackene Restaurantleiterin des Carlas. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich bin auch überrascht. Meine Liebste hört das erste Mal auf mich. Das müssen wir feiern. Oh, übertreib mal nicht. Ich habe den Job nicht angenommen, weil du mich bei Böttchenspiel gebracht hast, sondern obwohl. Ja, natürlich. Ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Da gehe ich ein, Jorik. Ja, das verstehe ich. Natürlich. Und es gibt noch was Neues. Ja, soll ich den kalt stellen, während wir beide... Ich muss noch was vorbereiten. Ich wollte dir nur Bescheid geben. Ja, aber das hättest du doch auch im Carlas machen können oder zu Hause. Ich bin zu Hause. Erstmal nur vorläufig. Das wollte ich dir gerade erklären. Wie meinst du das? Ich habe mit Herrn Böttcher ausgehandelt, dass ich hier ein Zimmer kriege, während ich arbeite. Für 4 Wochen, danach sprechen wir nochmal. Ein Zimmer? Ja, es war nur eine Suite frei. Ich habe ein Upgrade bekommen. Jorik, jetzt guck nicht so. Britas Wohnung ist einfach zu klein für uns drei. Und ich möchte ihre Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir Britta in irgendeiner Art und Weise stören. Aber mir ist es zu eng. Und in Avignon sind wir uns mehr als nur einmal auf die Füße getreten und keiner hat einen Rückzugsort. Das bedeutet, du ziehst aus? Nein. Aber das Restaurant, das braucht Struktur. Und die nächsten Wochen werden vielleicht ein bisschen stressig. Brauche ich Raum für mich. Okay. Das hättest du mir ruhig vorher sagen können. Das geht mich auch ein bisschen was an, oder? Mo, hey. Hey. Du bist zurück. Wie war's in Berlin?
gut. Alles okay bei dir? Ja, warst du erfolgreich mit deinem Duft? Ja, allerdings. Ich habe ein Angebot von der Waschmittelfirma, für die Julius Freund arbeitet. Wirklich? Ja, ist nichts unterschrieben. Ich will mir den Vertrag noch in Ruhe anschauen. Aber ich glaube, die Sache läuft. Heide Sommer geht in Produktion. Das ist toll. Gratuliere. Und sonst? Wie war es in Berlin? Konntest du ein bisschen was von der Stadt sehen oder hast du nur verhandelt? Ach, Julius Freunde waren alle nett zu mir. Einer hat eine Stadtführung für mich gemacht und abends haben sie mich sogar noch zum Essen eingeladen. Also, ich glaube, ich war nicht das letzte Mal dort. Schön. Elias auch da? Ja, er versucht, Leila beim Training zu helfen. Gut. Wie geht's ihr? Sie ist immer noch ziemlich durch den Wind. Ihre Zeiten brechen gerade ein. Deswegen habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Das mit Klaas und mir, das geht im Moment einfach nicht. Okay. Leila kommt einfach nicht damit klar, dass unsere Familie nicht mehr so funktioniert wie früher. Sie braucht uns, wenn sie bei Olympia Erfolg haben will. Was sagt sie dazu? Ich habe sie ihr noch nicht erzählt. Wollen wir vielleicht morgen alle zusammen frühstücken? Klar, gern. Ja, ich bringe dann ein Brötchen mit. Schöne Idee. Da bin ich schon wieder. Hey, hast du den Artikel von der Bürgerinitiative gelesen? Ja, ich habe mit Frau Börnecke drüber gesprochen. Mit der stellvertretenden Bürgermeisterin? Sie hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wo hast du sie denn getroffen? Mal gerade eben, vom Rathaus. Ah, und da hast du sie einfach so angequatscht, ja? Klar, warum nicht? Und wolltest du nicht zur Baubehörde eigentlich? Nee, das habe ich mir dann gespart. Oh. Nein. Frau Börnecke sagt, die Baugenehmigung kommt auf jeden Fall. Wann? Bald. Tut mir leid, aber was Frau Börnig gesagt, das hat nichts zu bedeuten. Wir brauchen schon den Zettel mit dem roten Kreis von der Baubehörde. Sie ist die Stellvertretende. Ja, aber Michael, sie hat keine Entscheidungskapazität, sie hat keinen Einfluss. Sie sagt jedem, was er hören will. Meinst du, die hat mich angelogen? Na, ich meine, sie halten uns so lange hin, bis sie wissen, wie die Stimmung in der Stadt ist. Nee, das will ich jetzt genau wissen. Michael, wo willst du hin? Michael? Na? Bist du schon durch beim Fischhändler? Ja. Dann frühstückst du mit uns? Ich habe leider keine Zeit. Ich muss in die Küche. Die neue Restaurantleiterin stellt sich vor und es herrscht Anwesenheitspflicht. Hm. Dann viel Erfolg. Dir auch. Es wird super nett. Ich hoffe, es gibt Croissant mit Schokolade. Das ist Pain au Chocolat. Aber das Croissant gab wohl Schokolade drin. Das ist französisch und in Frankreich heißt das halt so. Hallo ihr drei, schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe da schon einiges herrichten lassen. Ich hoffe, das war okay für euch. Klar, danke für die Einladung. Ja, danke, das ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, kommt, dann setzt euch. Ich möchte ein Croissant mit Schokolade. Sei nicht so verwöhnt. Es gibt so viele leckere Sachen, da findest du bestimmt auch was, Sam. Ja, was wollt ihr denn trinken? Tee oder O-Saft? O-Saft bitte. Ich hätte gerne den Tee. Gut. Und einen Kaffee für mich, bitte. So, dann wollen wir mal sehen, was in dem Artikel über euch steht. Oh, ich kenne ihn. Ah. Mhm. Ich darf vorlesen, oder? Ja, klar, gerne. Super. Super. Also, die Kindergärtnerei. Oh, das ist schon mal gute Überschrift. Heute ist einiges anders in der Gärtnerei Albers von Franka Böttcher. Denn heute kümmern sich die Kinder Joe, Sam und Silly. Ich heiße Lilly. Hier steht aber Silly mit C. Das ist ein Tippfehler. Kommt später nochmal.
Also, hier. Auch Silly packt mit an. Ist die blöd oder was? Joe, lies weiter, aber lies ab jetzt Lillys Namen richtig, ja? Okay, okay, ich versuch's. Joe ist Schülerpraktikant. Ja, ich denke, den meisten von Ihnen ist Frau Fährmann bekannt. Und die anderen werden mich schon bald kennenlernen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich ab jetzt übernehme? Schön. Das ist übrigens keine Drohung, sondern mein Angebot für eine Zusammenarbeit. Wir stehen hier vor einigen Herausforderungen, um das Restaurant wieder auf Spur zu bringen. Aber wir stehen doch inzwischen wieder ganz gut da. Man kann sich auch mit wenig zufrieden geben. Mein Anspruch ist ein anderer. Ziel ist es, wieder in der ersten Liga mitzuspielen. Und zwar an der Tabellenspitze. Was wir hier wollen, ist eine perfekte Inszenierung. Das beginnt bei der Speisekarte und endet noch lange nicht beim Service. Wir sehen den Wunsch des Gastes noch, bevor er ihn selbst gedacht hat. Und um ihn zu erfüllen, ist uns kein Aufwand zu groß. Das bedeutet für uns als Team, wir sind immer konzentriert. Wir vergessen nichts. Wir sind kreativ, es gibt keine Pannen und wir kommen nie zu spät. Niemals. Marvin war beim Fischhändler. Der Auftrag kam rein, bevor wir wussten, dass du halt eine Brandrede hältst. Gut, in Zukunft möchte ich darüber informiert werden. Ich bin seine Ausbilderin, das ist mein Bereich. Wer hier konkret welche Kompetenzen hat, das können wir in den nächsten Tagen noch mal in Ruhe besprechen. Ja, ich denke, jetzt ist erstmal alles gesagt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen vielen Dank, Frau Fährmann, für Ihr Engagement. Wir freuen uns alle sehr auf die Zusammenarbeit. Also bevor es zu Missverständnissen kommt, die Abläufe in der Küche sind nicht diskutierbar. Veränderungen rufen immer erstmal Skepsis hervor, aber damit kann ich umgehen. Warum hast du nichts gesagt? Dann hätte ich den Tisch gedeckt. Hat deine Mutter nichts erzählt? Wir wollten zusammen frühstücken. Echt? Nö, sie ist in der Wäscherei. Irgendein Problem mit Frau Krause. Ach so. Was machst du denn hier? Hey! Zurück aus der Großstadt? Ja. Und, wie geht's dir? Gut, danke. Schön, dich zu sehen. Lust auf Frühstück? Ja, gern. Dann setz dich. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass Mama und ich euch so viel Kummer bereiten. Kannst du ja nichts für. Hallo? Er hätte wenigstens kämpfen können. Stattdessen verdrückt er sich nach Berlin. Ja, weil er da einen wichtigen Termin hatte. Was gibt es Wichtigeres als unsere Familie? Komm, Leila, jetzt lass gut sein. Mann, Mama denkt doch nur noch an diesen Arzt. Und warum? Weil du es zulässt. Das stimmt doch gar nicht, Leila. Dr. Jäger ist Geschichte. Deine Mutter hat das beendet. Dir zuliebe. Damit du dich in Ruhe auf Olympia vorbereiten kannst. Heißt das... Ihr kommt wieder zusammen? Nein, das heißt es nicht. Warum nicht? Es ist kompliziert. Aber sieh es doch einfach mal als Chance. Jede Ehe hat mal Krisen. Und wenn man sich liebt, dann... Leila, so einfach ist es nicht, hm? Kannst du nicht einfach die Entscheidungen anderer Menschen akzeptieren? Kannst du mich nicht einfach mal unterstützen? Jetzt lasst uns doch erstmal frühstücken, hä? Ich habe auch tolle Nachrichten. Ein Duschmittelhersteller ist an meinem Duft interessiert. What? Das ist ja der Hammer. Ja. Oh mein Gott, ich wusste es. Das ging jetzt aber schnell. Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen, aber wo soll ich so schnell einen Ersatz finden? Hm? Na, das ist nicht Ihr Problem. Ja, wiederhören. Mein Stallmeister hat gerade gekündigt. Oh, Sven, warum? Er möchte näher bei seiner Familie sein. Und da er noch Resturlaub hat, brauche ich eigentlich sofort jemand Neues. Oh. Was gibt's? Geht's um Frau Fährmann? Herr Böttcher hat mir von ihrem Auftritt erzählt. Ach, mit Amelie komme ich klar. Es geht um die Bürgerinitiative gegen das Westerndorf. Wenn wir die nicht stoppen können, dann ist das Projekt zu Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Na ja, gut, aber Sie haben auch gute Argumente dagegen. Die Krötenwanderung, ich weiß. Aber darüber könnte man sich ja einig werden. Dafür bräuchten wir aber eine Baugenehmigung. Und wie soll ich dabei helfen?
Du kennst doch den Dienststellenleiter der Baubehörde. Könntest du nicht mich mal erkundigen, warum sich das alles so verzögert? Und warum macht er das nicht selbst? Michael hat mit Frau Börnicke gesprochen. Und? Sie hat ihn abgewimmelt. Wenn wir die Baugenehmigung hätten, wären wir im Vorteil gegenüber der Bürgerinitiative. Ach, und ich soll einfach nur mal nachhaken und dafür sorgen, dass die Genehmigung erteilt wird. Gunther, ich weiß, dass du von unserem Projekt nicht begeistert bist. Carla, ich kann wirklich nichts für euch tun. So eine Baugenehmigung muss genauestens geprüft werden und es braucht seine Zeit. Ich hätte dich auch nicht gefragt, aber ich mache mir Sorgen um Michael. Die deutsche Bürokratie erkennt es nicht. Also, wenn er hier einen Freizeitpark aufziehen will, muss er sich noch mit ganz anderen Ämtern herumschlagen. Dass die Baubehörde nur etwas zum Warmwerden. Du hilfst uns also nicht. Ich weiß nicht wie. Ich aber. Danke fürs Frühstück. Ja, und danke dir fürs Lesen. Das hast du richtig gut gemacht, Joe. Ja, aber wir wären nicht so gut rübergekommen, hätte Sam die Reporterin nicht bedroht. Ach komm, das denkst du dir doch aus. Nein, oh, sie war nicht da. Sam meinte zur Reporterin, wehe, du nennst uns Gartenzwerge, sonst piekse ich dir in den Po. Ach, so ein Quatsch. Doch. Und ich kam dann nur zweimal vor und dann auch noch falsch geschrieben. Ja, mach dir nichts draus. Ich geh mal kurz rein, dann können wir los, ja? Mhm. War sehr, sehr lecker. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du so toll muss Silly getröstet werden. Ach, nenn mich doch einmal Silly. Sam, weißt du, was Silly auf Englisch heißt? Gerne. Also Silly heißt dumm. Ja? Silly. Lilly. Silly. Lilly. Silly. Noch ein so dummer Spruch und ich zeige euch, wer dumm ist. Oh, hast du ein Problem, Silly? Klappe jetzt! Was machst du? Lass los! Was ist hier los? Mann. Ich muss zur Schule. Was? Sie spinnt doch. Wir haben sie nur ein bisschen geärgert. Das muss mehr als nur ein bisschen gewesen sein. Alles klar. Okay. Dann hören wir später noch mal. Ach so, was meinst du denn, wann du wieder... Tina? Bitte schön. Hey. Also manchmal denke ich, ich spiele in Tinas Leben nur noch eine Nebenrolle. Felix, du spielst überhaupt eine Rolle in ihrem Leben. Wo geht's denn hin? Erster Kongress. Oder wie ich gerne sage, ein willkommener Tapetenwechsel. Oh. Ist was passiert? Ja. Ja, das hat mich abserviert. Was? Aber ich dachte, ihr beiden, ihr werdet auf einem guten Weg. Frag lieber nicht. Sie hat das Gefühl, sie muss sich mehr um ihre Tochter kümmern. Aber deswegen trennt man sich doch nicht. Trennen ist jetzt ein großes Wort. Wir waren ja nicht mal richtig zusammen. Aber gut, dann endet es eben, bevor es richtig angefangen hat. Was soll's? Aber das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ich meine, da sind doch Gefühle im Spiel. Mhm. Sie hat ihre Ehe beendet. Ja, ihre Tochter schießt ziemlich gegen mich. Sie verträgt es nicht so gut, dass ihre Eltern sich getrennt haben. Aber das ist doch alles kein Grund, um das alles abzubrechen. Würde ich auch sagen. Aber ich habe ja auch keine Ahnung von Kindern. Oh. Ist ganz schön aufgeladen, die Situation, oder? Kannst du laut sagen. Hey, aber du, wer weiß, vielleicht, wenn erst mal ein bisschen Zeit vergangen ist. Ah. Ich glaube nicht. Wir hatten unsere Chance. Falsche Zeit, falscher Ort. Ich glaube, Jörg hat recht, das war's. Aber meinst du nicht, du machst dir da was vor? Ja, klar sind dann noch Gefühle. Aber bevor ich jetzt noch mehr investiere... Nee, lass mal. Oh Mann. Das tut mir echt leid. Komm her. Ich muss mich jetzt erstmal auf diesen ersten Kongress konzentrieren und dann sehen wir weiter. Ja, tschakka. Mach's gut. Ja, du auch. Dann nehme ich einfach einen kleinen Salat. Der Typ in der Bauaufsicht, der wusste ja nicht mal, wovon ich rede. Ach. Wie viel Bauanträge für ein Westerndorf bearbeiten die denn? Bitte, der Darjeeling für mich, die Lindenblüte, die beruhigende für den Herrn. Dann haben Sie ihm hoffentlich Ihre Meinung gesagt. Ja, natürlich. Ja, also,
besonders klug ist es nicht, sich mit den Beamten anzulegen, die über das Projekt entscheiden. Ja, vielleicht. Ja, aber so wissen die wenigstens, dass hinter diesen ganzen Zetteln Menschen stehen. Ja, aber es interessiert sie nicht. Wegen solchen Leuten bin ich damals ausgewandert. Irgendetwas musste ich heute tun. Ja, also es wäre die bessere Strategie, abzuwarten und Tee zu trinken. Ja, ist nicht meine Art. Wenn ich diese Woche nichts höre, dann organisiere ich eine Demo gegen die Beaufsicht. Ach, und Sie glauben, Sie bekommen dafür die Genehmigung? Ach, übrigens, meine Biker-Kumpel sind alle dabei. Ab jetzt unterstützen die das Westerndorf. Super. Brauche ich dafür auch eine Genehmigung? Es kommt drauf an. Ist was nicht in Ordnung? Hast du schon von der Bürgerinitiative gehört? Nee. Kannst du mal anklicken. Vielleicht sagst du Frau Dr. Berger nichts. Ja, es tut mir wirklich leid. Hallo. Hey, sag mal, was ist passiert? Sam hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass Lilly dich umgehauen hat. Was? Was labert ihr denn da? Als ob Lilly mich umhauen könnte, ja? Sie hat ihm nur ein bisschen den Arm verdreht. Sie wollte doch nur mit ihren blöden Selbstverteidigungsgriffen angeben, ja? Und warum? Die Jungs haben sie geärgert, weil in dem Artikel ihr Name falsch geschrieben ist. Mensch, warum musstet ihr sie auch foppen? Das war eben lustig, ja? Meine Silly Lilly, wieso versteht ihr denn keinen Humor? Naja, ich fänd's schon auch ein bisschen blöd, wenn mein Name falsch geschrieben wäre und jemand macht sich darüber so lustig. Ich hab das schon befürchtet, wenn Lilly so einen Selbstverteidigungskurs macht, dass genau das passiert. Naja, auf der anderen Seite kann so ein Kurs schon auch hilfreich sein ab und ja, zu. Ich weiß. Schöner wäre, wenn es gar nicht erst zu solchen Situationen kommen würde. Mann, das ist wirklich nicht so ernst. Ihr müsst wirklich kein Drama daraus machen. Es tut mir jedenfalls leid, dass es so weit gekommen ist. Ach, dafür können Sie doch nichts. Aber Lilly knöpfe ich mir schon noch mal vor. Nur ein bisschen. Entschuldigt. Hey. Frau Rosa hatte einen kleinen Notfall in der Familie, aber ist alles wieder gut und sie ist jetzt in der Wäscherei. Kein Problem. Wir haben uns auch so ganz gut unterhalten. Wo ist denn Leila? Schon beim Training. Ich habe ihr übrigens erzählt, dass du das mit Dr. Jäger beendet hast. Ich hoffe, das war okay. Und? Ja, sie versteht's nicht, dass ich die Situation nicht nutze. Also, dass wir wieder zusammenkommen. Ich find's voll übertrieben. Das ist wie ein Kind. Leila braucht uns gerade mehr denn je. Und Elias, ich bin sehr froh, dass du bei uns bist. Ich doch auch. Hab nur den Haken, dass ich diesen Monat weniger arbeiten kann, damit weniger zur Schuldentilgung beitragen kann. Das ist kein Problem, Familie geht vor. Aber du kannst uns gerne in der Wäscherei helfen. Soll ich mir den Vertragsentwurf vom Waschmittelkonzern anschauen? Ach so, ich weiß gar nicht, wo der ist. Das war aber auch nicht nötig, aber nett. Ja, war ja auch nur eine Idee. Ich muss dann auch los, ja? Ciao. Tschüss. Tschüss. Gibst du mir mal den Käse? Er hätte sich doch den Entwurf ruhig mal angucken können. Ja, ich weiß. Ich habe reagiert, bevor ich nachgedacht habe. Na, dann gib ihm noch eine Chance. Zeig ihm den Vertrag. Vielleicht kann er ja wirklich was dazu sagen. Ja, irgendwie fühle ich mich blöd, nachdem er unsere Fonds verzockt hat. Aber ich weiß, du hast recht. Du musst seinen Rat ja nicht annehmen, aber es wäre ein Schritt auf ihn zu. Na? Wie war deine Motorbike-Tour? Ja, super. Es hat gut getan, mal wieder den Kopf frei zu kriegen. Und du? Mal wieder ein Notfall? Ach ja, du weißt doch, das mache ich gerne. Und bist du diesem Westerndorf verdiene ich doch sonst nichts. Hm. Ah, übrigens, meine Biker-Kumpel, die finden die Idee mit dem Westerndorf richtig gut. Und ein paar von denen wollen sogar mit anpacken. Cool.
Ah. Und was ist mit deinem Post? Hast du das geklärt mit Michael und Carla? Ja, alles gut, alles gut. Nee, mittlerweile freue ich mich sogar darauf, wenn die Arbeiten endlich losgehen. Wenn sie denn losgeht. Wie? Naja, diese komische Bürgerinitiative, die das Projekt verhindern wollen, die haben sogar eine eigene Website. Naja, gut, ich meine, es wird überall ein bisschen gestänkert. Das hat doch nichts zu bedeuten. Außerdem, wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Amelie verdient jetzt ein bisschen Geld, hat einen neuen Job. Ach. Mhm. Ja, sie ist Restaurantleiterin im Carlas. Wie, das war doch deine Idee. Ja. Ich dachte, das wäre unter ihrer Würde. Naja, vielleicht hat sie der Bonus überzeugt. Sie wohnt hier in der Suite, wegen kurzen Wegen und so. Aha. Und euer Familienleben? Naja, das pausiert gerade. Sie braucht ihren Raum und ihre Zeit, um was im Carlas bewegen zu können. Echt jetzt? Ja. Und damit kannst du leben? Ja, das ist ja auch nur für einen Übergang. Ja, okay. Ja, wenn es für dich gut ist, dann ist das gut. Ja. Also, bis später. Ja. Ja, hau rein. Also nochmal. Lilly hat Joe den Arm verdreht? Ja, leider. Aber ich find's auch irgendwie ganz cool, dass sie sich so, ja, verteidigt. Ja, ich finde es auch richtig cool, wenn Mädchen sich wehren können. Ich wollte auch immer einen Selbstverteidigungskurs machen. Na, das brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt hast du ja mich. Was? Traust du mir nicht zu, dass ich dich verteidigen kann? Klar. Aber ich hab dich ja nicht immer dabei. Hab jetzt schon. Ach, du Spinner. Sag mir jetzt lieber mal, wie ich das mit Lilly kläre. Ich will nicht, dass sie Ärger kriegt. Am besten sprichst du einfach mit Frau Dr. Berger. Das bringt, glaube ich, irgendwie nichts mehr. Das habe ich ja auch schon. So viel zum Thema Kinderprofi. Weißt du, im Grunde ist ja dieser Artikel schuld. Wenn die Reporterin Lillys Namen richtig geschrieben hätte, wäre das nicht passiert. Lilly ist nur zweimal in dem Text erwähnt. Naja, an Lillys Stelle wäre ich da auch wütend. Das ist es. Was? Ich glaube, ich weiß, wie ich es jetzt wieder gut machen werde. Danke. Gern geschehen. Carla, ich habe mit der Bürgermeisterin gesprochen. Oh, wegen des Westerndorfes? Ja, natürlich. Aber noch keine Genehmigung. Aber sie ist bereit, sich mit den Vertretern der Bürgerinitiative an einen Tisch zu setzen, zwecks Interessenausgleich. Großartig, wann? Heute Mittag, und zwar hier. Alle Sitzungssäle im Rathaus sind belegt. Dann reserviere ich gleich mal den großen Tisch. Wofür, wenn ich fragen darf? Für eine Veranstaltung, an der du teilnehmen möchtest. Spricht was dagegen? Und ob? Wir haben kurzfristig eine Geburtstagsfeier reinbekommen. Hier ist übrigens der Menüfund. Na. Mhm. Ja, wo ist das Problem? Das Geschenk an das Geburtstagskind ist, dass er von dir persönlich bekocht und betreut wird. Du hast mich verschenkt? Ich habe schon zugesagt, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird. Ohne es mit mir vorher abzusprechen? Laut Plan bist du im Dienst. Ja, aber deswegen kannst du doch nicht frei über mich verfügen. Doch, als Restaurantchefin kann ich das schon. Okay, wir finden sicher eine Lösung. Die Bürgermeisterin hat sich zu der Veranstaltung nämlich auch angemeldet. Hm? Hat sie denn auch den Wunsch geäußert, von dir persönlich betreut zu werden? Sag mal, Amelie, was stimmt mit dir nicht? Gunther, sag mal was. Klärt das unter euch. Entschuldigung. Flickenschild. Na gut, dann haben wir das ja geklärt. Ich rechne mit dir fest. So, Geburtstagsfeier, danke. Hey. Hey. Wie war Berlin? Ach, sehr gut. Ich habe sogar ein Angebot von Pascals Firma bekommen. Hey. Liest sich erstmal sehr vielversprechend. Gratuliere. Und ich habe sogar diesen Spaziergang gemacht, den du mir empfohlen hast, am Landwehrkanal. Echt schön dort. Ja, dann hat sich's für dich ja richtig gelohnt, ne? Was ist passiert? Ach, ich war ungeschickt. Radiusköpfchenfraktur. Na, halb so wichtig. Muss den Ellbogen nur ein paar Wochen schonen. Mama hat mir gesagt, dass du hier bist. Hast du kurz Zeit? Ich habe mir den Vertrag durchgelesen. Danke übrigens für dein Vertrauen. Ja, so fix? Können wir das nicht später an... Nein, Mama, das geht ganz schnell. Du kannst den Vertrag so nicht unterschreiben. Warum nicht? Du verlierst all deine Rechte an dem Produkt. Und es gibt auch keine Garantie, dass es jemals veröffentlicht wird. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Pascal arbeitet seit Jahren für den Konzern. Ich sag nur, was da drin steht. Ja, vielleicht ist das so ein Standardvertrag, mit dem sie sich absichern? Ja, das vermute ich auch.
Warum sollten die was kaufen, was sie dann nicht verwenden? Um zu verhindern, dass jemand anderes den Duft kauft. Es kann 1000 Gründe geben. Dann musst du mit Pascal in Ruhe noch mal den Entwurf durchsprechen. Das ist eine gute Idee. Aber ich habe vielleicht eine bessere. Ach, lass mal. Entschuldigung, Elias, das ist mir rausgerutscht. Ich muss weitermachen, ja? Was ist das für eine Idee? Willst du sie wirklich hören? Und genau deshalb wollte ich, dass sie lieber den Empowerment-Kurs macht. Wir waren uns doch einig, dass Selbstverteidigung eine gute Sache ist. Ja, wenn es nicht gegen Joe gerichtet ist. Ja, ich glaube, das sollten wir nicht überbewerten. Und außerdem ist es doch gut, wenn sie sich gegen größere Jungs durchsetzen kann. Mir wäre es lieber, wenn sie ihre innere Stärke aufbaut. Nee, danke. Hallo. Hallo. Hi. Luft hier. Ich möchte, dass du dich bei Joe entschuldigst. Nee, der sollte sich bei mir entschuldigen, nicht ich bei ihm. Hallo. Hallo. Hey, Lilly. Zu dir wollte ich gerade. Ich werde mich nicht bei Joe entschuldigen. Ach so, deswegen bin ich gar nicht da. Es gibt Neuigkeiten von der NOZ. Den Artikel betreffend. Die Reporterin hat den Text überarbeitet und online verlinkt. Und da heißt Lilly jetzt Lilly. Und sie betont, Lilly war ebenso wie Joe und Sam ein wichtiger Teil des Kindertages in der Gärtnerei. Außerdem entschuldigt sie sich für ihren Fehler, der in der Printausgabe unterlaufen ist. Na, das klingt doch ganz gut. Ja, finde ich aber auch. Ist das okay für dich? Ja? Gut. Und du klärst das noch mit Joe. Nur wenn ich weiterhin zur Selbstverteidigung gehen darf. Nur wenn du niemanden aus der Familie schachmatt setzt. Na gut. Und danke, dass Sie das gemacht haben. Na klar. Liebe Grüße von Henny. Sie findet's richtig doof, dass du im Hotel wohnst. Ist doch nur vorübergehend. Sie vermisst dich wirklich sehr. Hast du heute Abend vielleicht Lust, zum Essen zu kommen? Das schaffe ich nicht, Jorik. Ich muss hier so schnell wie möglich ein neues Konzept für das Carlas entwickeln. Der Dienstplan ist eine Katastrophe. Du bist wieder richtig in deinem Element, was? Ja, und? Ja. Tunnelblick, nur am Arbeiten. Unsere Vereinbarung war eine andere. Es gibt hier aber auch wirklich viel zu tun. Angefangen bei der Frage, ob Carla überhaupt die richtige Küchenchefin ist. Ja, Amelie, genau das meine ich. Jetzt übertreib doch nicht gleich. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Die sind doch auch vorher ordentlich klargekommen. Ja, und nicht besonders gut. Kein Wunder, wenn Carla nur ihre eigenen Interessen vertritt. Wir sind doch hier kein Saloon. Ach, es geht hier um das Westerndorf. Ja, und die müssen sich jetzt woanders treffen. Also eigentlich solltest du dieses Projekt unterstützen. Wegen deines Jobs da? Du findest bestimmt was Besseres. Also der Job ist fantastisch, aber darum geht's mir gar nicht. Carla wird deine Veränderungsvorschläge sowieso blöd finden. Das ist nicht mein Problem. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn Carla noch was anderes zu tun hat. Damit ihr euch nicht ständig in der Wolle habt. Ein Wort von dir hätte gereicht. Also ich finde, ich sollte mich da nicht einmischen. Aber deswegen kann doch Amelie hier nicht schalten und walten, wie sie will. Ich meine, du bist im Dienst? Ich meine, natürlich gewährleiste ich, dass die Geburtstagsfeier bestens betreut wird. Aber ich als Geschenk, wie mit einer roten Schleife oder um den Kopf, oder was hat sie sich vorgestellt? Also tatsächlich sollten Restaurantleitung und Küche eigentlich eng zusammenarbeiten. Ja, aber es gilt für beide Seiten. Und Amelie ist nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Also wenn meine Führungskräfte nicht in der Lage sind, einen Konflikt selber zu lösen, dann habe ich ein Problem. Ich störe doch nicht. Carla, wegen des Treffens der Bürgerinitiative. Ich habe noch mal mit dem Geburtstagskind gesprochen und er hat eingesehen, dass du dich nicht die ganze Zeit persönlich um ihn kümmern kannst. Aber er würde sich sehr freuen, wenn du ihn dann wenigstens persönlich begrüßen würdest. Das ist ja wohl trotz Westerndorf drin. Ja, klar. Sehr gut. Was war das denn?
Ein Kompromiss, würde ich sagen. Und, hast du schon mit Pascal geredet? Ach so, nee, noch nicht. Elias lädt mir den Duft lieber, über ein kleines Start-up zu vertreiben. Warum? Ja, er sagt, dann habe ich mehr Einflussmöglichkeiten, was mit dem Duft passiert. Die hast du jetzt nicht? Zumindest vertraglich nicht gesegelt. Ich glaube, es ist nicht entscheidend, wie groß die Firma ist, sondern ob man vertrauensvoll zusammenarbeitet oder nicht. Und für Pascal würde ich meine Hand ins Feuer legen. Das glaube ich auch. Besseres Angebot werde ich wohl nicht bekommen. Aber du willst deinem Sohn eine Chance geben? Ja, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Ich will Elias halt zeigen, dass ich ihn ernst nehme und das muss er auch spüren. Hallo, einmal abholen. Bitte sehr. Wiedersehen. Und hat er denn schon ein Startup ins Auge gefasst, das für den Duft in Frage kommt? Elias begeistert sich immer schnell für neue Ideen. Aber was davon am Ende umgesetzt wird, wahrscheinlich verläuft sich das eh im Sande. Hi. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Danke. Ist zwar nicht das, wonach ich gesucht habe, aber trotzdem spannend. Hätte ich nicht gedacht. Jörg meinte, du wohnst jetzt hier? Vorübergehend ja, bis ich das Carlas auf Vordermann gebracht habe. Und dafür brauche ich meinen Freiraum. Und deshalb parkst du die beiden bei mir? Aber so war das doch ausgemacht, bis wir was Neues haben. Und was ist mit meinem Freiraum? Ist doch nur für kurze Zeit und die beiden sind doch nette Mitbewohner. Ja, sie sind sehr nett. Aber ich dachte, dass wir auch zusammen wohnen. Und außerdem wolltest du dir doch mehr Zeit nehmen für die beiden. Ja, was soll ich denn machen? Das Carlas braucht mich nun mal. Und zwar jetzt. Jurik und Henny brauchen dich auch. Nicht, dass dir das irgendwann auf die Füße fällt. Frau Bürgermeisterin, ich würde vorschlagen, dass wir Herrn Wolf zu Wort kommen lassen, damit er noch einmal für alle kurz sein Westerndorf-Projekt umreißen kann. Sehr gerne. Bitte, Herr Wolf. Bitte. Danke. Und howdy. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist gut, dass wir hier heute reden. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise in eine Zeit vor rund 200 Jahren. Die Zeit der Planwagen und Tracks. Als die ersten Siedler den Westen erobert haben, als Büffelherden durch die Prärie zogen und alle Menschen von einer Aufbruchsstimmung gepackt waren. Und den Lebensraum der Büffel platt gemacht haben, genau wie den der Ureinwohner. Und das ist auch Teil der Geschichte und das soll auch nicht verschwiegen werden. Unser Westerndorf soll in allererster Linie eine Einladung sein zum Mitmachen. Da entsteht kein Freizeitpark. Wir wollen sichtbar machen, wie es ist, wenn eine Gesellschaft sich aus dem Nichts neu erfindet. Und das ist es, was mich und uns an diesem Projekt so fasziniert. Und was meiner Meinung nach sehr gut in die Zeit passt, in der wir heute leben. Danke. Ja, bitte. Werte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Flickenschild. Mein Name ist Mark Nielsen, ich bin Sprecher der Bürgerinitiative. Das klingt ja alles sehr nett. Aber ich sage Ihnen, wir Lüneburger haben so etwas bisher nicht vermisst. Keine großen Bauprojekte, keine irren Ansiedlungen. Um es kurz zu fassen, wir Lüneburger wollen ein solches Großprojekt nicht. Na, der hält sich ja für besonders wichtig. Darf ich kurz fragen, wer sind denn wir Lüneburger? Ich meine, es geht hier doch auch um Arbeitsplätze. Ist die Wir-wollen-nichts-Neues-Fraktion wirklich in der Mehrheit? Henny, mein Schatz, beeil dich, Amelie ist gleich da. Papa, kein Papier da. Guck mal in dem kleinen Schränkchen nach. Hey. Ach, da bist du ja. Wo ist denn Henny? Die macht sich gerade schick im Bad. Ah. Schön, dass du es einrichten konntest. Ich hoffe, das Carlas geht jetzt nicht ohne dich krachen. Oh, Vorsicht, sonst gehe ich gleich wieder. Mhm. Ich hab dich gestern Nacht vermisst. Ich dich auch. Gerade ist es besser so. Ja,
Weißt du, Armin, ich verstehe dich wirklich richtig gut, dass du deinen Freiraum brauchst und so. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass es wieder so wird wie in der Zeit vor Avignon. Du eine Wohnung, Henny und ich eine Wohnung, das wäre irgendwie schade. Ja, aber hier ist es einfach zu eng für uns alle. Ja, aber es ist ja auch nur für den Übergang. Henry kommt bald wieder zurück und ich möchte den beiden nicht ewig auf der Pelle sitzen. Deswegen habe ich mir was überlegt. Also, was hältst du davon, wenn wir gemeinsam eine große Wohnung suchen? Also eine Wohnung, die groß genug ist, wo wir uns auch mal aus dem Weg gehen können. So Ost-Westflügel-mäßig. Hm? Boah, das wird schwierig, so eine Wohnung zu finden. Ja, aber nicht unmöglich. Also, was sagst du? Wäre das eine Option? Klar, warum nicht? Sicher? Mhm. Okay. Also, in der Kita von Henny gibt's eine Mama und die ist Immobilienmaklerin. Die Rothaarige von damals? Mit der habe ich heute gequatscht. Und sie meinte, dass sie in ihrem Portfolio noch einige Wohnungen hat, die noch nicht auf dem Markt sind. Hm? Super. Ja, finde ich auch. Ich schneide jetzt mal den Sellerie. Hallo Pascal, kannst du mich nochmal zurückrufen wegen des Vertrags? Danke. Papa, ich hab's gefunden. Was? Das Startup, nach dem ich gesucht habe. Echt? Das passt perfekt zu dir und deinem Produkt. Lilo ist eine Bekannte von mir. Sie ist jetzt gerade auch in der Stadt. Sie wird sich heute noch mit dir treffen. Das kommt jetzt aber ein bisschen plötzlich. Wieso hast du den Berlinern schon zugesagt? Ach so, nein. Ich möchte vorher noch ein paar Sachen mit denen klären. Ja, so super. Dann hör dir unbedingt an, was Lilo zu sagen hat. Komm schon, Baba. Gib der Firma und mir eine Chance. Das finanziert hinterher alles wieder der Steuerzahler. Was ist denn mit Nachhaltigkeit? Ja, aber... Ja, und der CO2-Ausstoß, was damit? Ja, für die Umwelt finden wir eine Lösung. Die liegt uns doch auch am Herzen. Also, das sagt ihr uns jetzt. Genau, alles nur Lippenbekenntnisse. Und dieser ganze Rummel. Hier darf jeder zu Wort kommen. Herr Berger, ja, bitte. Ganz kurz. Also ich war anfangs auch skeptisch, was dieses Projekt angeht, aber ich habe mich überzeugen lassen. Ja, und mittlerweile unterstütze ich das Projekt mit vielen Biker-Kumpels, weil es etwas zum Anfassen ist. Ja, es riecht nach Natur, nach Freiheit, nach Abenteuer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das anderen Menschen genauso geht. Aber welcher Mehrwert für uns dabei rauskommt, das können Sie uns auch nicht sagen. Doch. Gar keiner. Gibt keinen Mehrwert. Wenn ihr Bedenkenträger das Westerndorf nicht wollt, dann gibt's kein Westerndorf. Das Projekt ist gestorben. Immerhin hat meine Mutter diesen Typen abserviert. Hast du danach geholfen? Das ist eine miese Nummer, Leila. Und ich bin so gespannt, was du für eine Mutter sein wirst. Manchmal finde ich den Gedanken richtig komisch. Ich werde Mutter und ich freue mich drüber. Wer hätte das gedacht? Elias, ich weiß es zu schätzen, dass du mir helfen willst. Aber du willst nicht, dass ich dir helfe. Nein, ich habe einfach ein schlechtes Gewissen Pascal gegenüber. Nein, aber du hast kein Vertrauen zu mir. Wenn wir zusammenziehen wollen, dann muss es auch passen und zwar richtig. Was schwebt dir denn so vor? Zu dritt brauchen wir mindestens 4 bis 5 Zimmer. Ich habe mich für Herrn Wolf in das Westerndorf verbürgt. Carla, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber bist du dir noch immer sicher, dass Herr Wolf der richtige Partner für dich ist?